Und jetzt kommen wir auch schon zum Aufreger der Woche und da müssen wir sagen, dass unsere Regierung mal wieder den Jackpot geknackt hat. Erst hat man die Leute verrückt gemacht mit der Heizungshysterie. Der Aktienkurs von einem Bauunternehmen, von einem deutschen wie Helmer Eigenheimbau, ja, der spricht Bände schön immer weiter nach unten. Und jetzt steht man ziemlich nackt da. Bernd Ulrich hat das in der Zeit diese Woche sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich zitiere mal, der Versuch der Bundesregierung mit ihrem Gebäudeenergiegesetz von einem, sagen wir mal, 2,3 Grad Pfad auf einen 2,1 Grad Pfad zu kommen, endete mit einem entschleunigten Gesetz einerseits und mit 19% für die AfD in den Umfragen andererseits. Zwischenzeugnis, nichts nach vorne gebracht, außer verdammt viel Unsicherheit und die Ultrarechten, denn die AfD, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, will jetzt auch noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ampel, aber schuld sind ja bestimmt mal wieder die anderen. Daumen hoch, wenn ihr mir zustimmt.